Ja, hallo und recht herzlich willkommen zum Video 141. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da und ich zeige euch, was ich die letzte Woche an meiner Modellbahn gemacht habe. Ich bin Uli und darum geht es heute. Und zwar geht es darum, dass ich einen doch recht großen Abschnitt auf meiner Modelleisenbahn gemacht habe. Und ihr habt es ja vielleicht im Einspieler schon eben gesehen, wenn man jetzt mal sich das anschaut, was wir hier im Hintergrund sehen. Alles grün und verbrannt und verschmort und verbrutzelt und wie auch immer. Und dem Ganzen geht es heute ein bisschen an den Kragen. Das heißt, nicht nur ein bisschen an den Kragen, dem Ganzen geht es an den Kragen. Wenn ich ein bisschen durch die Nase rede, bitte ich das zu entschuldigen. Ich habe einen leichten Schnupfen, den kann ich aber nicht verhindern. Ansonsten geht es mir aber recht gut, kein Problem. Ich habe natürlich hier angefangen mit den Teilen, die ich noch nicht gemacht habe. Das ist das, wo der rosa Bereich hier mit dabei ist. Und ihr habt gesehen, ich habe eben angefangen, direkt auf der MOBA das Ganze zu bauen. Das ist nicht gut, habe ich feststellen müssen. Das macht sich richtig schlecht, weil man kommt schlecht rein. Das kennt ihr vielleicht alle selber, aber ich habe ja abnehmbare Module. Wem erzähle ich es zum 100. Mal? Euch natürlich. Und habe natürlich jetzt auf meinen Basteltisch weitergearbeitet. Keine Sorge, das ist jetzt ein ganz kurzer Abriss hier nur am Anfang des Videos. Das habe ich euch nur gezeigt, was ich da praktisch wie gemacht habe. Das habe ich im vorletzten Video euch schon mal so in der Art gezeigt. Da hatte ich ja diese, ich sag mal, Live-Aufnahme gemacht. Und dieses Mal geht es ein bisschen flinker. Die großen Flächen mache ich alle mit so einem kleinen Brenner, den ich da habe. Hier möchte ich jetzt in dem Fall nicht wirklich Strukturen reinmachen, sondern ich muss das Ganze absenken. Ich muss einen Hohlraum schaffen sozusagen, denn ich möchte ja mit meinem felsigen Gelände, was ich jetzt hier baue, nicht Fläche verlieren auf meiner MOBA, die ja eh schon nicht besonders tief ist, was ja bedingt ist dadurch, dass es ja eine Schrankbahn ist, eine Schrankmodelleisenbahn. Ihr seht, ich habe jetzt schon fast alles fertig. Ich mache jetzt lediglich noch die Übergänge zwischen den Modulteilen. Ursprünglich waren das mal nur zwei Teile. Das heißt, das ist der Teil, wo hier von das Grüne zu sehen ist. Das geht so ein bisschen um die Ecke noch bis hin zum Tunnelportal. Und das Orange, das rosafarbene nach hinten weg ist auch noch mal geteilt worden von mir aus dem einfachen Grund, wenn ich mein Hauptmodul hier rechts das unten aufheben möchte, brauche ich nur noch das eine Teilchen hinten rauszunehmen und muss nicht mehr die ganzen Modulrückwände abbauen, was ein bisschen blödsinnig ist. Da macht sich das Ganze ein bisschen einfacher. Und ja, jetzt möchte ich im Grunde genommen, ich habe es ja auch hier schon wieder hingeschrieben, möchte ich Landschaft gewinnen. Landschaft gewinnen in dem Sinne jetzt natürlich, dass ich versuche wieder mal jeden Zentimeter irgendwo auszunutzen. Ich hätte jetzt die Landschaft auch bauen können. Ihr werdet gleich sehen, wo das hinkommt. Hätte ich auch anders bauen können, aber ich sag mal, diese 5 cm waren glaube ich 5 oder 4, ich weiß es gar nicht mehr, ist aber auch egal. Ich glaube, es könnten 5 cm sein, ne? Die möchte ich natürlich an Landschaft noch gewinnen und das macht natürlich wirklich optisch einen sehr, sehr großen Unterschied. Und zwar kommen diese Teile, wir werden es gleich sehen, hier habe ich jetzt den Winkel eingestellt, damit sich das Ganze ein bisschen besser bearbeiten lässt, damit ich oben das schön in die Ecke gehen kann. Und zwar kommen die Teile hier oben drauf. Ich hatte ursprünglich geplant, das Gelände schräg durchzuführen bis hoch, im Grunde genommen da, wo der schwarze Bereich anfängt. Haben aber gesagt, nö Uli, die 5 cm, die gönnst du dir mal noch. Und aus den 5 cm kann man ja noch ein bisschen was rausholen. Da kann man ja noch Bäume pflanzen, da kann man ja vielleicht noch mal irgendwas hinstellen, was einem schön gefällt. Und oder einen Weg hinmachen oder irgendwas. Ich weiß überhaupt noch nicht, was ich da bauen will. Ja, wie immer, ne? Und das werde ich also mit ausnutzen. Und das Ganze wird sich wunderbar nachher an die Bahn integrieren. Ihr werdet es bald sehen. Macht sich recht gut. Kann sie jetzt ein bisschen beschweren hier oben, damit sich das nicht verwelkt. Und es hat einen weiteren Vorteil. Die Module werden noch etwas verwindungssteifer. Macht sich recht gut. Jetzt bringe ich es noch ein bisschen in Form. Das heißt, ich habe es nicht überall diese 4-5 cm nach vorne gebracht, sondern ich habe das Gelände trotzdem ein bisschen Form oben gegeben, so dass ich nicht eine ganz gerade Kante habe. Sowas gibt es natürlich nicht. Das würde auch völlig furchtbar aussehen, wenn eine ganz gerade Kante oben dran ist. Das heißt, ich gönne mir den Platzgewinn nicht überall sozusagen, aber ich gönne mir den Platzgewinn schon irgendwie, so dass das Ganze eben ja nett aussieht oben dran. Ja, bis jetzt sieht ja alles noch ein bisschen sehr abenteuerlich aus. Man muss es ja mal so anschauen. Und aber es, ihr seht schon, wenn man oben drauf guckt, es macht wirklich was aus. Ich muss mal hier kurz auf meinem Rechner was gucken. Jawohl. Ihr seht schon, es macht wirklich was aus und es ist sehr, sehr stabil. Ich habe es auch mit Holzleim festgeklebt und das macht sich richtig, richtig gut. Jetzt komme ich mal zur Oldschool, das heißt Back to Oldschool oder wie man da auch mal das Ganze bezeichnen will. Ich habe es auch hingeschrieben nach vielen, vielen Testversuchen oder ich habe nur hingeschrieben nach vielen
Testversuchen. Ich habe einiges gemacht, aber ich versucht, mir die beste Variante rauszufinden. Und zwar hatte ich erst überlegt, ich wollte das Ganze ja mit Spachtel machen. Ich hatte überlegt, wie machst du es am besten, damit es am schönsten aussieht. Und ich habe mich tatsächlich entschieden, das Ganze ganz, ganz klassisch mit Klopapier und Weißleim zu machen. Habe das ja so schön vorbereitet mit diesen heißen Stift, ich weiß immer noch nicht, wie das Ding heißt, wo ich das so reingebrannt habe mit. Und habe dadurch natürlich auch das damals absichtlich schon ein bisschen übertrieben mit den Einbrennen, so dass ich im Grunde genommen jetzt mit dem Pinsel das Klopapier schön in diese Furchen da rein tupfen kann. Man sieht es hier unten links recht schön bei dem Tunnelteil, so dass ich das machen kann. Und ich habe auch natürlich mit dem Pinsel immer so schräg nach oben getupft, so dass ich Gelände formen konnte. Ich zeige euch bloß die Ausschnitte, deswegen auch drei Videos gerade in einem. Ich habe das Ganze dreimal wiederholt, habe das heißt drei Lagen oben drauf gemacht. Das ist wirklich Pappmaché geworden, wie man früher das mit diesen Luftballons gemacht haben. Kennen ja die meisten wahrscheinlich noch. Heute glaube ich nicht mehr so, ne? Und ja, es war eine Schweinearbeit mal wieder, aber es hat Spaß gemacht, weil man gemerkt hat, wie die Landschaft irgendwo entstanden ist. Und das fand ich irgendwo toll, ja, weil man doch sehr, sehr große Fortschritte auf einmal gemacht hat. Beim Spachteln natürlich auch. Beim Spachteln ist man genauso schnell und ihr werdet sehen, auch spachteln kann ich. Das kommt auch wahrscheinlich im übernächsten Video, wo ich noch einen Teil spachteln muss an einer anderen Stelle meiner Eisenbahn. Und aber hier an dieser Seite hat mir das tatsächlich mehr zugesagt, auch strukturell von der ganzen Optik her, was das Ganze angeht. Ja, es ist, und es ist leichter. Es ist wesentlich leichter. Ein Riesenvorteil. Das ist die große Wand, die übrigens, wo oben der Felsen so ein bisschen runterhängt. Das ist ganz links auf der Modellbahn, wo früher die schwarze, große, fette Staubwand war, wer sich erinnert, die ich dann ja weggemacht hatte. Da ist das jetzt schräg durch. Und das ist ein Teil, was man sehr, sehr gut sieht. Das heißt, das hat man gleich so links an der Modellbahn. Und da muss ich mich natürlich auch ein bisschen anstrengen, dass es vernünftig wird. Alles Module, ich habe es ja schon immer wieder gesagt, zum Abnehmen. Die werden alle einzeln abgenommen, sonst würden sie ja hier nicht auf meinem Tisch liegen. Und was ich heute natürlich mache, ist noch nicht die endgültige Gestaltung. Jetzt male ich natürlich alles schwarz. Ist klar, das ist bei mir... Ich sag's ja immer schon, was ich fertig soweit habe, mache ich immer schwarz. Unabhängig davon sieht es erstmal besser aus, wenn ich mich vor die MOBA stelle, wenn ich mal unten links oder oben rechts hier mir dies angucke, mit den Grün und Rosa. Das kann ich einfach nicht so lassen. Entschuldigung, als Mikro gekommen. Das kann ich einfach nicht so lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss ich schwarz machen. Oder braun hätte ich es auch machen können, aber ich mache ja alles schwarz. Man sieht es ja auch schön auf den Videos, das ist ja alles schwarz. Und es ist einfach netter. Und jetzt gestalte ich noch die Übergänge zwischen den einzelnen Modulen, einmal da hinten, wo ich jetzt bin, und einmal hier vorne, wo die rosa Flecken sind, weil ich die Module ja bei mir auf dem Basteltisch vorhin gemacht habe. Und jetzt muss ich natürlich das Ganze optisch einheitlich fügen, ja, damit ich sozusagen wirklich, wenn ich drauf gucke, eine komplette Einheit habe. Und hier sehen wir alle Teile abgebaut. Jetzt kann man praktisch fast durch die ganze Anlage durchgucken. Und aber dafür ist alles schön gestrichen. Das muss natürlich trocknen und dummerweise ist das eine Lackfarbe oder Quatsch, eine Acrylfarbe, die irgendwie glänzt. Keine Ahnung. Ich habe sonst immer matt, sieht man hier unten auch. Die glänzt halt. Das heißt, die nächsten Videos, wenn ich das so drin habe, weil das Gelände wird noch ein bisschen auf sich warten lassen müssen. Ich habe erstmal andere Pläne zurzeit. Und ja. Es glänzt irgendwie, aber ich mache da jetzt nichts mehr extra matt. Das wäre ein bisschen zu viel des Ganzen. Und da hinten sehen wir übrigens schön das Gleis, was ich im letzten Video gebaut habe. Das der letzte Strecke, die ich durchgezogen habe. Und jetzt mal ganz lieben Gruß an den Roland, der da sich ein bisschen veralbert gefühlt hat, weil ich gesagt habe, dass ich die rosa Rückwand da schon weitergebaut habe, weil er mir einen netten Tipp gegeben hat, wie ich das Ganze ein bisschen verändern konnte. Das heißt, Gleis weiter vorziehen, hatte ich nur gesagt, dass ich die Wand schon soweit auch gemacht habe. Das heißt, wenn man jetzt mal reinschaut, habe ich da tatsächlich einen Hohlraum geschnitten, sodass der Platz für die Lok locker da ist.
Und ja, macht sich gut. Also ich habe ausreichend Platz. Ich hatte erst auch überlegt, ob ich da wie so eine Art Steinschlagtunnel baue oben drüber. Das kann aber alles noch passieren, wenn ich das später weiterbaue. An der Stelle jetzt, wie gesagt, im nächsten oder besser im übernächsten Video geht es ja erstmal an einer anderen Stelle bei der Bahn weiter, weil das habe ich erstmal jetzt hier optisch zumindest abgeschlossen. Nicht mehr diese olle Optik drin, sondern alles ein bisschen netter aussieht. Und ja, wie gesagt, man sieht es noch, wo ich die Teile ein bisschen so angleiche noch, dass es halt alles ein Bild ergibt. Ich möchte halt nicht, dass wenn man später vor der MOBA steht, dass man die Ritzen von den einzelnen Modulen so sieht. Das würde mir nicht gefallen. Natürlich, wer das weiß, wo das ist, der wird das immer entdecken können in irgendeiner Form. Ich kann das sicherlich noch kaschieren mit irgendwelchen Bäumchen und Büschen und wie auch immer. Aber wer es weiß, wird es vielleicht immer irgendwo sehen. Aber ich traue mir zu behaupten, wer es nicht weiß, wird es wahrscheinlich nicht sehen, wo die Übergänge sind. Auf der linken Seite habe ich ja viele, viele Übergänge. Gerade am Tunnelportal da hinten, wo gerade meine Hand davor ist, den sieht man gar nicht. Selbst wenn man es weiß, sieht man die Übergänge da hinten nicht. Hier lässt sich es nicht ganz verhindern, weil es eine Fläche ist. Aber ich habe jetzt im Anschluss nachher noch an der Landschaft ein bisschen weiter gebaut. Ich setze auch hier wieder Natursteine ein. Ihr wisst es ja vielleicht oder auch nicht, dass da oben über den Arkaden und da hinten bei der Fabrik, das sind ja alles Natursteine, die ich gesetzt habe. Und das wollte ich natürlich bei den Modulen hier unten nicht machen, weil das wäre eindeutig zu schwer gewesen, das weg beim Hinstellen und Wegnehmen, vielleicht bricht da mal was ab. Also ich habe die wirklich sehr, sehr auf Leichtbauweise gebaut. Das Ganze ist ja an diese Staubschutzwände ran gearbeitet worden, wer sich erinnert, die ich vor einigen Folgen gemacht habe, wo alles diese schwarzen Wände waren. Das hatte ich ja hauptsächlich gemacht, damit eben das Ganze irgendwo, wie soll ich jetzt sagen, nicht verstaubt halt, Staubschutzwände, dass die Gleise, die da hinten in den Tunneln verlaufen, dass die alle geschützt bleiben und ich mich da nicht dumm und dämlich putze, aber abnehmbar. Da hinten wird kein Zug entgleisen, mit Sicherheit nicht, weil das ist ja irgendwo alles dahinter. Aber die Gleise müssen ja vielleicht mal gewartet werden oder es muss vielleicht auch mal ein Kabel gezogen werden, weil ich noch heute eine Lampe anbringen möchte oder weil ich vielleicht an den weichen Umlenkteilen irgendwas reparieren muss, was ich zwar nicht glaube, aber es kann ja alles passieren. Deswegen alles abnehmbar, wie gesagt, auch die Module unten drunter, wo die Wände draufstehen, das ist auch abnehmbar. Wer es noch nicht weiß, wer jetzt neuer ist bei mir auf dem Kanal, die alten Abonnierhasen werden es ja wahrscheinlich wissen, dass das abnehmbar ist. Auch das Modul hier vorne, wo jetzt gerade die Gleise drauf liegen, das kann ich auch komplett hochheben. Sehen wir übrigens in der nächsten Woche, da habe ich ja schon angekündigt, letzte Folge, da geht es ein bisschen um die Mechanik von der Weiche. Das heißt nicht von der Weiche, sondern von dem Antrieb, der eben zum Anlagenkante wieder gelegt wird. Und ich ganz, ganz arg mit Platz zu kämpfen habe, dann, aber das werde ich euch nächste Woche alles schön zeigen. Aber schaut doch mal, das ist doch schon mal ein ganz anderes Bild jetzt hier. Und ja, guckt mal hier vorne, der Platz da hinten ist echt gegeben jetzt. Und das ist doch ein ganz anderes Bild, wenn man sich das mal anguckt, als wenn man jetzt hier auf diese bunten, unbearbeiteten Wände noch drauf guckt. Ich denke mal, so kann man auch irgendwann mal wieder ein Fahrvideo machen, weil das halt dann doch irgendwo passt. Beziehungsweise man kann jetzt schön Modul für Modul das Ganze durchgehen und kann sich dann durch die Landschaft durcharbeiten, dass es ähnlich hübsch wird, wie es hier rechts ist. Das ist die alte Wartungsstelle übrigens, da hinten mein Tunnelchenbereich. Und hier sehen wir jetzt schon, dass ich die Modulübergänge auch noch kaschiere mit Stein. Das heißt einmal von oben, das ist wirklich schön passgenau aneinander alles gelegt. Das heißt, wenn ich das alles draußen reinmache, man sieht es wirklich fast gar nicht mehr. Und ja, die Steine werden natürlich auch im Anschluss noch verspachtelt und dann werden die schwarz gestrichen. Das kann sein, dass ich euch im nächsten Video mit zeigen werde. Ja, das werde ich wahrscheinlich machen. Dann danke ich euch erstmal fürs Reinschauen. Dann würde ich sagen, macht's schön gut bis nächsten Freitag. Dann zeige ich euch, was ich jetzt letzte Woche gemacht habe. Das ist eben die Elektronik und die Mechanik. Und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's schön gut, euer Uli. Tschüss.